Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu der billigsten Fußballinformationssendung der Schweiz, zu Tackling. Das ist die zweitletzte Sendung in diesem Jahr. Und Michi, was haben wir heute für Themen? Ja, Raffi, danke. Wir schauen natürlich auf den Match gegen GC zurück und fragen uns, wer wird neuer FCL-Coach? Das Spiel gegen GC, da sind wir so ein bisschen geteilter Meinung. Oder gespaltener Meinung. Wie siehst du das? Ja, Michi, heute sind wir geteilter Meinung, glaubst du. Und warum ist das so? Wir befinden uns nach wie vor wieder bei der FCL Adventwoche. Wir schenken euch Goal in den ersten 4 Minuten. Ja, es war in den letzten 4 Spielen schon gesehen, man kommt in den ersten 4 oder 5 Minuten das Gegengoal über. Und die einen würden jetzt sagen, das Goal kannst du vielleicht nicht verhindern. Trotzdem, man war wieder nicht wach gewesen. Und dann muss ich auch sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Aufgrund von der ersten Halbzeit, weil die habe ich als katastrophal empfunden. Eben, angesprochen, das frühe Gegengoal. Und nachher, es ist nicht viel vom FCL. Es war teilweise erschreckend gewesen, dass GC konnte von hinten auf das Spiel aufbauen. Und alle FCL-Spieler waren in der eigenen Hälfte und haben gewartet auf den Gegner. Also sollte man den 1-0-Rückstand verwalten, dass man nicht irgendwie wieder eine 4-0-Klatsche kassiert. Ja, zweite Halbzeit ist GC auch wieder besser aus der Katakombe gekommen. Haben ein paar Chancen gehabt und vom FCL ist dann länger nichts gekommen. Sie haben sich dann aber ein bisschen gesteigert. Aber für mich gleich noch ein ganz Super League-Niveau. Und kommt man jetzt nicht mit, ja, eben, das hat mit Selbstvertrauen zu tun und die letzten paar Spiele und das haben die jetzt in den Knochen. Ich konnte das nicht können verstehen. Man ist dann irgendwie plötzlich mal vor das GC gekommen und der Ugrinic hat, glaube ich, sieht, die erste Chance, die erste richtige Chance gehabt. Ich verstehe dann auch diese Situation nicht, Michi. Man hat einen Diaye auf der Bank gelassen, einen, der vielleicht manchmal gerne auch Chancen vergibt, aber einen, der immer ein bisschen für die Torgefahr gesorgt hat, eher das Wort gegen ein Goal kommt dann erst Mitte von der zweiten Halbzeit rein und das hat mich einfach wirklich genervt. Und dann, jawohl, und dann. Also ich habe das Gefühl, die Zeit ist immer schneller und schneller gelaufen gegen FCL. Bis dann der Cumic gekommen ist, das 1-1 gemacht hat und dann halt einen dummen Cumic gemacht hat und zu dem Cumic geführt hat. Nein, ich meine, was mir dann in den Sinn gekommen ist nach dem Cumic, ist dann zum Beispiel Sachen wie das. Oder so. Vielleicht auch noch da? Ich weiß es nicht. Ja, oder hast du das anders gesehen, Michi? Ja, Raffi, mir ist noch etwas so wie das in Sinn gekommen. Oder dieses? Ja, aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst, Raffi, oder? Also, ja, das ist, ja, ich habe ja dann aus Sympathie daheim auch gerade das T-Shirt abgezogen und meine Frau hat mir dann in die Küche geschickt, zu kochen. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Klar, eben, man hat dann, der FCL hat ja quasi mal für 2 Sekunden das Momentum auf seiner Seite gehabt, bis dann eben der Cumic hat müssen gehen. Aber, und das darf man natürlich jetzt auch, oder das muss ich schon auch erwähnen, wir sind sogar in Unterzahl. Eigentlich noch in, hat noch 2 gute Chancen gehabt in Unterzahl, so muss ich sagen. Und hat dort können, ja, eben den Sieg holen. Und das, was mich ein bisschen stört an dieser ganzen Geschichte, ist halt schon, da St. Gallen und Lausanne eine kleine Karte gespielt haben vom FCL, hätten die heute können gegen Lausanne oder Lausanne überholen. Und das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Ja, ich bin jetzt im Großen und Ganzen eigentlich immer noch ziemlich unzufrieden, so wie sich das Spiel gezeigt hat. Klar bin ich froh um den Punkt. Aber jetzt kommst du wieder, Michi. Ja, Raffi, eben. Und da, wir sind ein bisschen
anderer Meinung das mal. Geben wir dir recht, die erste Halbzeit unterirdisch wie die letzten paar Spiele. Was man auf dem FCL muss zu gut halten, finde ich, man hat in der zweiten Halbzeit doch ein Aufbäumen gesehen. Und der Wille wirklich zum etwas erreichen. Und wir haben ja dann als 1-1 erreicht. Und wie du gesagt hast, nach der, wie man immer sagen will, vom Djumic. Jetzt habe ich fast noch Juric gesagt. Nein. Man hat in Unterzahl eigentlich dann fast besser gespielt. Oder mehr Chancen kreiert als in Gleichzahl. Und ja, schlussendlich, aus meiner Sicht, ein verdienter Punkt. Wobei ich mich auch wieder frage, ist jetzt wirklich so gewesen, dass der FCL besser wurde in der zweiten Halbzeit? Oder hat GC nachher gelandet? Ich ja, muss ehrlich sagen, ein grosser Anteil daran hat von mir aus GC gehabt, der nachher gelandet hat. Braucht natürlich aber auch immer eine Mannschaft, die es ausnützt, wenn es dann so ist. Und das hat der FCL das mal gemacht. Bei Gleichstand weiß ich nicht, eben, wäre das Momentum beim FCL geblieben, hätte man vielleicht sogar den Sieg können holen. Hätte, wäre. Das ist eine Fabel aus dem Reich der Vermutungen. Was ich aber sagen will, das Spiel war sicher ein kleiner Schritt vorwärts gewesen. Jetzt so vor der Winterpause ein erster kleiner Schritt. Ich hoffe ja, dass dann nachher nächsten Samstag der zweite größere Schritt folgt daheim im letzten Spiel gegen Servet. Und wenn das der Fall ist und das, der Punkt heute oder diese Woche bestätigt wird gegen Servet, dann Raffi, dann kann ich sagen, dann bin ich jetzt mit dem Verlauf zufrieden. Und ja, Raffi, wenn dann das Servet-Spiel durch ist, dann hat ja, glaube ich, der Remo Meier etwas versprochen, oder? Anscheinend, Michi, steht dann der neue Trainer fest nach dem letzten Spiel gegen Servet. Nur, jetzt tun wir das mal kurz erleuchten. Also ich finde, das mich persönlich nervt extrem, dass man eben quasi die GFO immer noch anstellt und quasi ihm blind vertraut, also was heisst blind vertraut, dass man wirklich daran festhält, die Ruhe möchte ausstrahlen gegen raus, dass man wirklich ihm die Chance gibt, weil wir ja das, ihm das Wort gegeben haben bis zur Winterpause. Ich meine, es sind enorm wichtige Spiele. Ich stelle jetzt aber auch noch Thesen auf mich. Vielleicht macht man das einfach aus dem Grund, weil man effektiv gar keinen Trainer in der Hinterhand hat. Man weiß es ja spätestens dann vielleicht eben nach dem Servet-Spiel. Ja, und eben aus den Medien, Michi, hört man halt viel nehmen. Vor allem einer, der raussticht und eben wirklich wie ein rundes Tuch für viele ist, ist der Alex Frey. Und warum ist das so, Michi? Erklär uns mal auf. Ja, vieles, Raffi, hat natürlich damit zu tun, dass Alex Frey eigentlich ein Ur-Basler ist. Und der Abgang seiner Zeit eben als Sportchef beim FCL, ich glaube, ja, da mögen sich so ein bisschen wirklich die meisten noch daran erinnern. Ich sehe es noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive und darum hat er bei mir noch nicht so alle Sympathien verspielt, Alex. Für mich ist er noch der Spieler, der 1999 oder 2000 dort um die Jahrtausendwende in einem No-Name-FCL-Team der Stürmer war, der da in UEFA Cup gestürmt ist. Und ja, so noch ein bisschen Held so aus dieser Zeit. Der Abgang, klar, dort als Sportchef ist ja halt wirklich nicht so super schön gewesen. Aber ja, als Sportchef hat er nicht mehr sagen, als Trainer, ja, yeah, er hat es noch nicht bewiesen, Raffi. Jetzt auch bei Weil. Klar hat er mit jungen Spielern geschafft, etc. Aber er hat dann auch wieder aufgemuckt, von wegen die ganzen Umstände passen nicht, er hat anders wollen. Und darum ist er auch eigentlich von Weil gegangen. Ich weiß nicht, meinst du, beim FCL würde es das mal passen? Ja, wir haben es ja auch schon angesprochen, die grösste Gefahr, die wir eigentlich sehen mit der Verpflichtung von Alex Frey, ist seine Verbundenheit ein bisschen zum Remo Meier, zum Sportchef. Eben. Man hat das schon manchmal aus den Medien gehört, dass Remo Meier Götti ist oder umgekehrt, das bin ich eigentlich nie ganz so sicher. Aber jedenfalls ist einer von dem anderen Götti vom Buch vom anderen. Entschuldigung. Ja, aber eben, es ist das Verhältnis zum Remo Meier, wo momentan eben vielleicht ein bisschen für Gefahr sorgt. Weil wir könnten natürlich dem Remo Meier auch Väterli-Wirtschaft unterstellen. Und
Man liest halt auch schon aus dem Blätterwald, dass, dass so seine letzte Patrone wird sie vom Meier. Michi, was haben wir sonst noch so mal für Mr. X, wo wir mal angesprochen haben, ist zum Beispiel ein Heiko Herrlich gesehen. Ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es muss schon, es sollte schon ein Trainer sein, der die Liga kennt und nicht nur weiss, dass sie dass sie Credit Suisse Super League heisst, sondern auch die Mannschaft eher ein bisschen kennt, wie sie so ticken, also alle Mannschaften Super League. Klar, da kannst du auch sagen, der Breitenreiter hätte das auch nicht können, weil viele hätten ja gerne ein bisschen die deutschen Trainer, die deutschen Tugenden zurück, die wir auch unter dem Bubble hatten. Und der nächste Name, der Deutsche, den hast du mal ein Spiel gebracht, Michael, und den finde ich auch nicht so grundschlecht. Und das wäre eben der Lose, der Ralf Lose. Warum ist der gut, Michi? Es wird ja viel gesagt, so einer, der zum FCL kommt, müsste irgendwo einen nachhaltigen Erfolg können vorweisen. Und mich dunkelt, der Ralf Lose hat jetzt bei Winterthur, wo er ja war, aus meiner Sicht wirklich nachhaltigen Erfolg gehabt. Er ist gekommen vor 3,5 Jahren auf Winterthur. Da war der Club zweitletzt in der Challenge League. Hat der Club übernommen und zwei Saisons nacheinander auf vierten Schlussrang abgeschlossen. Mit Vinti, der nicht das höchste Budget hat in der Challenge League. Er hat auch viele junge Spieler eingebaut in dieser Mannschaft. Und ja, ich meine, in vielen dürfte noch der letzte Göpp-Halbfinale, also vom letzten Jahr, oder Göpp-Viertelfinale ist es, glaube ich, gegen den FC Basel, wo sie in Basel 6-2 gewonnen haben. Das war die Mannschaft, die der Ralf Lose aufgebaut hat. Drum, Raffi, finde ich, doch, es wäre ein Gedanke wert. Der Mann wäre jetzt auf dem Markt und würde die Schweizer Verhältnisse können. Von mir her würde das perfekt passen. Ich weiss nicht, ich denke eben, du sagst, es wäre auch eine Option für dich, oder? Ja, das wäre es jetzt schon wieder gewesen. Wir sind gespannt auf eure Kommentare, ob ihr das auch so gesehen habt oder wie ihr das Spiel so gesehen habt. Die Emotionen sind ja auch auf unseren Foren ziemlich auf und ab gegangen. Danke vielmals, Raffi. Ich mache einen kleinen Ausblick. Der Abstiegsapfel. Kinder, kommt und ratet, was am Anfang vom Spiel auf euch wartet. Hört, wie es knallt und zischt. Schon bald wird er aufgetischt. Der Zipf, der Zapf, der Kipf, der Kapf, der frühe Gegenklapf. Kinder, lauft schneller, holt euch das Leder, holt euch den Dreier. Wir wissen, ihr habt die Eier. Für den Zipf, für den Zalt, für den Kilt, für den Kalt, für den ach so wichtigen Ligaerhalt. Sie pusten und prusten, sie glucken und schlucken, sie rennen und tackeln, um ihn zu verhindern. Den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den ungenießbaren Abstiegsapfel. Damit wünschen wir euch eine besinnliche dritte Abfanswoche und sehen euch nach dem Servet-Match wieder zum letzten Mal für diesem Jahr. Schöne Woche, ciao zusammen.